Die Firma Käsbohrer in Eugendorf stellte ihre Montagehalle für die erste Veranstaltung der Reihe Nachgefragt zur Verfügung. Der ehemalige Anchorman der ZIP, Gerald Groß, stellte Landeshauptmann-Stellvertreter Wilfried Haslauer die Fragen. Über das Internet hatte jeder Bürger die Möglichkeit, selbst eine Frage zu stellen. Es entwickelte sich eine offene Diskussion mit einigen durchaus überraschenden Fragen und Antworten. Käsbohrer, eine der erfolgreichsten Firmen von Salzburg mit Sitz in Eugendorf, räumte ihre Montagehalle und stellte sie für die Reihe Nachgefragt zur Verfügung. Und das nicht ohne Grund. Ja, es ist eine Sache, die mich auch beschäftigt. Es ist leicht, über die Politik zu schimpfen, aber es ist laut zunehmend schwerer, auch Leute, qualifizierte Leute für die Politik zu gewinnen. Und da ist Dr. Haslauer ein Vorbild, der durchaus mit seinen Beweggründen, mit seinen Motivatoren auch Anreize geben kann. Und die waren mir wichtig zu hören. Wo bis 15 Uhr noch Transporter gefertigt wurden, stellte nun der bekannte ehemalige ORF-Journalist Gerald Groß seine Fragen an den ÖVP-Landesobmann Wilfried Haslauer. Ein Mann wie Christian Konrad, der jetzt mit 69 Jahren von der Spitze des Raiffeisenverbandes abgetreten ist, hat gesagt, es gibt eh die 10 Gebote, mehr braucht ein anständiger Mensch eigentlich nicht. Da hat er natürlich völlig recht. Und es war der Max Weber, der mal gesagt hat, das Gesetz ist die untere Grenze der Moral. Und in der Tat ist vieles, was in Diskussion steht, gesetzlich nicht verboten, aber politisch in Zweifel zu ziehen. Das ganze Thema der Einladungen, zum Beispiel Jagdeinladungen, was weiß ich was, brauchen wir jetzt nicht weiter vertiefen, ist so ein Thema. Und ich glaube, es ist ein... Darf ich da gleich einhaken, weil das muss ich jetzt in meiner... Ja. Das ist nur das sozusagen jetzt der journalistische Reflex gewissermaßen, nicht? Ja, sind Sie selber Jäger? Lassen Sie sich einladen auf Jagden zum Beispiel? Ich bin nicht Jäger hier und da, also nicht der Tierjäger. Hier und da bin ich der Gejagte, aber ich bin auch Jäger, weil ich Nummer 1 im Land werden möchte. Aber das ist wieder eine andere Sache. Die Zuschauer, aber auch die beiden Hauptakteure haben diesen Abend sichtlich genossen. Absolut. Mit einem Mann wie dem Dr. Wilfried Haslauer ein Gespräch über mehr als eine Stunde zu führen, ist ein intellektuelles Vergnügen und es ist sozusagen Infotainment im besten Wortsinn. Ja, ich finde es eigentlich viel spannender, wenn man sozusagen in einer ganz offenen Diskussion, wie in einem Kamingespräch, zu allem Möglichen gefragt wird. Ich habe dem Herrn Groß, der ja ein sehr versierter ORF-Moderator ist, vor der Veranstaltung gesagt, schonen Sie mich nicht, weil auch kitzlige Fragen einfach die Würze so eines Abends sind. Und es ist viel lustiger und spannender als ein Frontalvortrag, wo man sozusagen durch Rede und einseitiges Zuhören selber das Tempo bestimmt. Ich habe das sehr genossen, war sehr spannend. Es war eine Mischung aus Sachfragen, aus sehr politischen Fragen, auch aus persönlichen Fragen. Und ich glaube, es war ein schöner Abend. Dieses Nachgefragt, so in den kleinen, sehr persönlichen Rahmen, sollte man das eigentlich öfters machen? Ich glaube, jeder, der heute dabei war, wird sagen, ja, das braucht man wieder, weil es einfach, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Format ist, direkt im persönlichen Gespräch, wie gesagt, ohne Zeitdruck, hier Meinungen auszutauschen und einfach auch die Hintergründe zu erfahren, weil oft wird etwas sehr kurz oder abgekürzt wiedergegeben und man weiß eigentlich nicht, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Und daher ist dieses Gespräch ohne Zeitdruck, glaube ich, ein sehr, sehr günstiges, damit eben wirklich jeder versteht oder die Motivation sieht, warum etwas passiert ist. Wenn Sie jetzt Lust auf mehr gute Fragen und ausführliche Antworten bekommen haben. Mein Vater hat mir mal gesagt, was immer du machst, wirst du kritisiert, kannst gleich das Richtige machen. Und das habe ich mir eigentlich vorgenommen, so zu tun. Ja. Nachgefragt bei Wilfried Haslauer wird das nächste Mal in Salzburg stattfinden, und zwar am 23. Mai.